Was gehört in die gelbe Tonne? Wenn wir von Leichtverpackungen sprechen, dann meinen wir damit Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech oder Verbundmaterialien, wie zum Beispiel Getränkekartons. Das Großartige daran, Verpackungen aus Metall lassen sich ohne Qualitätseinbußen recyceln. Auch Verpackungen, die nur aus einer Kunststoffart bestehen, eignen sich hervorragend für die Herstellung neuer Produkte, wie zum Beispiel Gießkannen oder Eimer. Aber wie werden Leichtverpackungen im Gewerbebetrieb getrennt? Leichtverpackungen sammeln Sie in der gelben Tonne. Wichtig dabei, entsorgen Sie die Verpackungen immer restentleert. Bitte stapeln Sie keine Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien ineinander und trennen Sie diese voneinander, wie zum Beispiel den Aludeckel vom Joghurtbecher. Um Platz zu sparen, falten Sie Getränkekartons flach. Weiterhin dürfen in die gelbe Tonne Kunststoffflaschen, Becher, Folien, Tüten und Beutel, Konserven und Getränkedosen, Aluminiumfolien und Schalen. Nicht hineingehören Papiere, Pappen und Kartons. Diese kommen in die Papiertonne oder Presse. Glasverpackungen wie Flaschen und Konservengläser gehören farblich getrennt in den passenden Glascontainer. Kaffeefilter, Speisereste und überlagerte Lebensmittel, natürlich unverpackt, gehören in die Speiserestetonne. Medizinische Abfälle wie Spritzen, Schläuche und Infusionsbeutel werden abhängig von der Infektionsgefahr gesondert in speziellen Behältern entsorgt. Batterien und Lithium-Ionen-Akkus können sich leicht entzünden. Sie gehören in Sammelboxen oder auf den Recyclinghof. Ebenso Elektroaltgeräte, also Wasserkocher, Tastaturen oder Datenträger. Nur wenn wir alle richtig trennen, können viele Materialien im Kreislauf bleiben und entgehen der Müllverbrennung. Packen wir es an! Unsere praktischen Trennhilfen finden Sie auf unserer Website alba.info. Alba. Wir sind die Zukunft.